Grüß Gott, Katharina. Hallo. Hallo. Ich freue mich auf die Poesielesung. Das ist schön. Wir gehen jetzt hier in die Aussegnungshalle vom Friedhof am Perlacher Forst. Eigentlich gehen wir jetzt durch den Ausgang hinein, weil normalerweise ziehen wir mit den Särgen und den Urnen hier in den großen Friedhof hinaus. Ich mag an dieser Aussegnungshalle besonders, dass alle Gäste, die hier reinkommen, gesegnet werden. Von dem Segnenden, der die Hände hebt und alle Menschen, die hier in die Halle kommen, segnet. Das wunderschöne Mosaik wurde von der Münchner Künstlerin Annemarie Negelsbach geschaffen. Sie war eine sehr vielseitige Künstlerin, hat viele Altarbilder, zum Beispiel in Rummelsberg in der Philippuskirche entworfen und eben auch das wunderschöne florale Mosaik hier im Friedhof am Perlacher Forst. Hier, wo ich nachher die Gedichte verlesen werde, werden normalerweise die Särge aufgebaut oder Urnen für die Urnenbeisetzung. Wir haben uns gedacht, ein Friedhof ist ein Ort der Kultur, der Bestattungskultur, aber auch insgesamt der Kultur, wo Menschen zusammenkommen normalerweise und gedenken und innehalten. Ich bin Thomas Fleckenstein. Heute begrüße ich euch an meinem Arbeitsplatz. Ich arbeite bei den städtischen Friedhöfen München. Und der Friedhof am Perlacher Forst ist mein täglicher Arbeitsplatz. Hier befinden wir uns in der Aussegnungshalle. Dort, wo sonst Särge und Urnen aufgestellt werden, damit Hinterbliebene Abschied nehmen können. Aber Trauerkultur gehört zur Kultur allgemein. Und Gedichte lesen gehört auch zur Kultur. Und deshalb denke ich, man kann in einer Aussegnungshalle auch mal Gedichte lesen. Das möchte ich heute tun. Und ich tue das für den Poesiebriefkasten, für den Verein der Poesieboten. Und vielleicht haben Sie so viel Spaß heute an meiner Lesung, dass Sie sich sagen, da mache ich auch mit. Oder Sie schicken einfach mal ein Gedicht ein, um sich als Poetin oder Poet zu probieren. Das Projekt findet in München-Giesing statt. Dort hängt der echte Poesiebriefkasten. Sie können auch gerne teilnehmen an dem Projekt Gedicht des Monats. Da sucht eine Jury aus den ganzen eingesendeten Gedichten das Beste raus. Auch in meiner Lesung werde ich ein Gedicht bekannt geben, das von der Jury für diesen Monat als das Beste ausgesucht wurde. Alle Poetinnen und Poeten, die ihre Gedichte eingesendet haben, dürfen jetzt schon mal gespannt sein. Vielleicht ist es ja Ihr Gedicht, das ausgewählt wurde. Alle Gedichte sollen vorgelesen werden und auch alle kommen zum Zug. Heute kann ich nicht alle vorlesen. Alle, die heute nicht dabei sind, werden in einer nächsten Lesung vorgetragen.
Ich beginne jetzt hier im Friedhof in der Aussegnungshalle mit meiner Lesung. Ich werde sie dann noch einmal unterbrechen und dann in die Giesinger Stadtbibliothek in der Deisenhofener Straße 20 gehen. Dort ist dann der zweite Teil meiner Lesung, wo weitere Gedichte vorgestellt werden. Aber nun, medias in res, beginnen wir mit der Lesung. Als erstes habe ich mir ein wunderschönes Gedicht ausgesucht, weil ich liebe Rosen. Und das Gedicht heißt Die verblühte Rose. Der Name der Poetin oder des Poeten wird eingeblendet. 3 Wochen lang hab ich geblüht. Bist traurig, weil man nichts mehr sieht? Weil meine Schönheit man vergangen und auch mein Duft ganz abgegangen? Wenn du darüber traurig bist, weißt nicht, dass alles endlich ist. Für mich, wie viele Dinge gilt, dass meine ganze Zeit erfüllt, die Zeit gegeben für das Blühen, ganz da zu sein, sich zu bemühen, für sich, für andere ebenso. Ich blühe für mich und mach doch froh. Hast du in meiner Blütezeit mich wahrgenommen, dich erfreut, mich gern betrachtet, ungelogen? Hast du den Duft dir eingesogen? Hat meine Schönheit dich erquickt? Hast du's in Versen ausgedrückt? Hast du ein Bild von mir gemacht? Ein Foto während meiner Pracht? So ist es mit so vielen Dingen. Die Freude daran wird gelingen. Sind sie zur rechten Zeit erfasst? Zu ihrer Zeit nicht, wenn's dir passt. Entschlossen dann das Heft ergreifen, die Früchte pflücken, wenn sie reifen. Schau und genieße, was gefällt, solang du umgehst in der Welt. Ist es verblüht, ist es vorbei. Bleibt nur Erinnerung dir treu. Ach ja, ich habe es bedacht. Es hat mich glücklich, reich gemacht. U-Bahn-Poesie von Helmi Valerus aus dem Jahr 2019. Im Untergrund geht ein Gerücht, mobil von Hand zu Hand. Die Schweiger bleiben stumm, sie hören's nicht. Es will von Mund zu Mund, doch das geht nicht. Es fragt kein Mensch, warum hier in der U-Bahn keiner spricht. Drum hat's Gerücht, auch kein Gesicht und keinen, der's erfand. U-Bahn-Poesie, Nachtrag, Nachschlag. Doch manche Zeitungsleser sind auch nicht viel besser, oft sogar böser als die E-Mail-Döser. Es war so schön, wenn statt Gerücht und Shitstorm oder Ego-Shooting die Menschen blickten ins Gesicht. Nicht zwanghaft, aber ab und zu, paar Worte wechseln, ich zum Du, Juhu! Geschrieben in der U-Bahn. Die Gedichte werden schon seit einiger Zeit eingesandt. Auch wenn wir sie jetzt erst im Dezember lesen, die Gedichte kamen schon im Herbst und viele befassen sich deshalb auch mit dem Thema Herbst. So wie dieses Herbstspaziergang. Unter den Schuhen rascheln die Blätter bei diesem warmen herbstlichen Wetter. Von den Ästen herab, sie fliegen
bleiben farbenprächtig auf dem Boden liegen, wie ein bunter Teppich auf Wiesen und Wegen. Nur der Herbstwind kann darüber fegen. Und sie verwirbeln in der Luft. Du atmest ein den herbstlichen Duft. Mit ihren Blättern so golden glänzen die Birken. Von der Sonne bestrahlt sie unglaublich auf dich wirken. Kinder hüpfen und springen. Das Spiel mit den bunten, trockenen Blättern ihnen große Freude bringen. Sie lachen bei der Berührung mit der Natur. Sie so zu betrachten, was gibt es Schöneres nur? In diesen Zeiten eingeschränkt, um die Natur die Nähe schenkt. Mit dem Gefühl verbunden mit allem hier auf unserer Welt, es uns an nichts anderem fehlt. Der Name wird eingeblendet. Das nächste Gedicht ist von Anna Maria Nagel-Lerch. Nebelhüllen grau die Wege, die wintrigen Tische und Bänke, den alten Kastanienbaum, der träumig ist von gartenweitem Blau, von Düften, von sommerleichten Lauten, in fröhlichem Geplauder, tief in meinem Traum, lauscht er Glückseligkeit. Ein Gedicht von Maria Ristova Toneva. Die Zeit. Verweile, Zeit, vergehe nicht. Bleib stehen kurz, du alte Uhr. Ein Regen aus sanftem Licht malt still in mir tiefe Spur. Die Stunden kommen und verfliegen leise. Sie wurden uns geschenkt, gegeben. Und in geheimnisvoller Weise verschmelzen sie zu einem Leben. Ein Leben bunt wie ein Gewand, gestrickt aus Schatten und aus Licht, gemalt von unsichtbarer Hand mit Liebe, Weisheit, Zuversicht. Doch wir sind so oft am Rennen, gehetzt, verblendet und unfrei, um eines Tages zu erkennen, das Leben war zu schnell vorbei. Gefangene in dieser Welt dürfen wir uns vergeben, gedacht zu haben, Zeit ist Geld, doch nun verstanden, Zeit ist Leben. Verweile, Zeit, flieg nicht so schnell, lass mich noch atmen, lieben, lachen, um eines Tages rein und hell im nächsten Leben zu erwachen. Stubenmosi. Auch hier wird der Name eingeblendet. Stubenmosi. Wenn kürzer wird des Tages hell, hüllt sich der Mensch in warmes Fell. Den Schnee schon schmückt das Feld, den Wald. Das Thermometer steht auf kalt. Laut knisternd wärmt der Fichtenscheit und läutet ein die Weihnachtszeit. Zart, Zitter, Hackbrett, Harfenklang und bayerisch Dirndl, Dreigesang entweichen häuslichem Idyll, durchdringen abendliche Still. Der Stubenmusi sanfter Ton seit je im Haus aus Tradition mög stets von neu er hell erklingen und Freude unter Menschen bringen. Gedicht von Brigitte Obermeier, genannt Zauberblume. Adventszeit wird gebucht. Langsam schleicht sich die Adventszeit in unsere Herzen und wir sind bereit. Der Weihnachtsduft nagt, der Ungeduldige klagt. Soll ich weihnachtlich dekorieren, mich in die Backzeit verlieren? Obwohl doch die Sonne scheint, abwechselnd der Himmel weint.
Beim Einkaufen sieht man den Nikolaus, aus Schokolade geformt für zu Haus. Den Duft der Tannenzweige brauchen wir. Einen Türkranz an unserer Eingangstür, mit roten Schleifen verziert, dass sich keiner verirrt. Schon will mein Leckereien auf rote Teller verteilen. Denn Kekse, Kuchen und Mandelkern, Süßigkeiten isst jeder gern. Hast du das Weihnachtliche gesucht? Hast du die Adventszeit schon gebucht? Herbst. Feurige Farben, Heu im Garten, die Ernte eingebracht, die Früchte eingemacht, es wird Herbst. Goldene Alleen, Blätter verwehen, ein farbiger Ausblick auf vergängliches Glück, es ist Herbst. Verbergende Nebel, eine Welt im Wandel, kahl ist das Land. Fort das bunte Gewand, vergangen der Herbst. Ein Gedicht von Max Bauer aus München. Temporäre Sichtweisen. Der Jugend scheint das Leben lange, welch Irrtum doch aus späterer Sicht. Sie wird das Daseins auch nicht bange, Gram und Gefahren sieht sie nicht. Die Lebensklimax und das ferne Ende, welch Realitätsgewinn. Sie sind gepaart mit innerer Wende, Zustand halt inne, hab im Sinn. Bergab geht's nun von Sorgen überflutet, erneut welch ein Verlust an Wirklichkeit. Denn jede Bagatelle wird beleuchtet, beachtet und jede Kleinigkeit gewinnt an Deutlichkeit. Drum, Leute, lasst euch deutlich sagen, das Leben müsste uns verzagen, weil die Einfalt unseres Denkens uns leider hemmt, uns Zeit zu schenken. Der Name des Poeten wird eingeblendet. Flüstern. Wenn der Wind zum Herbst flüstert, lausche ich dem Singen der gelb-orangen Blätter. Denn wenn der Wind die Blätter zum Rascheln bringt, dann bin ich in meiner Welten und höre nichts, statt in herbstlichen Farben auf dem Papier zu versinken. Ich male Noten auf Papier und der Wind fragt mich immer wieder aus, was ich meine. Ich antworte mit gelb-roten Farben auf der Staffelei. Ein Gedicht von Spomenka Krebs. Schauen dürfen. Herbst zeichnet mit feiner Hand, lädt ein in Wunderwelt der Farben, in letzter Sonne reift Natur. Wälder glühen im Abendrot, tauchen ein in tiefen Frieden, ahnen Schönheit im Spiegelbild auf weiter See. In Erinnerung nicht verloren, verziehen ist Vergänglichkeit. Ein Gedicht von Wieland Schneider. Trost und Licht. Jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und doch, Zufall ist etwas, was unser Leben von Stunde zu Stunde bestimmt. Die innere Stimme, die Licht durchflutet, schwingt. Quer durch alle Straßen und Gassen, Kulturen und Verlassen,
Sommerterrassen, sparsame Gesten und großzügige Heldentaten, laut zupackende Zikaden, auflodernde Blockaden. Die unsichtbare Hand, die immer die ganze Zeit auf meiner Schulter ruhend liegt, wie keine andere Last so selbstverständlich Tag und Nacht sich schmiegt. Applaus, Applaus, der dem menschlichen Ohr verborgen bleibt und wie Wind vorüber leise saust. Ein Gedicht von Sandra Petrakaite-Papst. Vielen Dank. Das war der erste Teil meiner Gedichtelesung heute. Und ja, kommen Sie doch jetzt einfach mit in die Giesinger Stadtbibliothek, wo ich meine Lesung fortsetze. Grüß Gott, Frau Zimmermann. Gott, Herr Fleckenstein, ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen zu unserer besonderen Lesung. Danke. Ich freue mich heute auf den zweiten Teil der Vorlesung der Gedichte und bin ganz gespannt, das gerade auch hier zu machen. Das ist für mich ein Lieblingsort. Wunderbar. Wir haben immer ein offenes Ohr, offene Augen und ein offenes Herz für die Lyrik. Insofern passt es besonders gut und dieses Mal halt ohne Zuschauer, zumindest ohne Live-Zuschauer, aber trotzdem sehr schön. Ja, das ist hier unsere neue Bibliothek seit 2016. Ich beginne sofort mit einem Gedicht. Ich lasse dazu die Maske auf, weil sie passt zu dem Gedicht. Denn es spiegelt unsere Situation in dieser Corona-Pandemie wider. Es ist ein Gedicht von Elfi Hafner-Kroseberg. Und es ist überschrieben mit Corona. Wir sitzen in der U-Bahn, die Maske jeder auf. Verschwunden Mund und Nase, die Augen schauen noch raus. Kein Lächeln, kein Grinsen, nicht mal ein scheler Blick. Das, was uns menschlich macht, kehrt es wohl zurück? Jetzt nehme ich die Maske ab, denn das darf ich hier. Ich habe hier viel Platz. Das zweite Gedicht möchte ich Ihnen zeigen. Es ist wunderschön gestaltet, mit verschiedenen Schriften, mit verschiedenfarbigen Schriften. Solche wunderschönen Gesamtkunstwerke bekommt der Poesiebriefkasten. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Ein Gedicht von Sabine Burkhardt. Zu viel Input, zu viel Rauschen, zu wenig Heilbutt, zu wenig Lauschen. Will nichts hören, sehen, riechen müssen. Will nur den Herbst aufs Auge küssen. Das nächste Gedicht ist von Marita Haun aus München. Glück. Bei Sonnenaufgang in die Sonne blinzeln und die Wärme genießen. Am Fluss sitzen und dem Rauschen des Wassers lauschen. Auf einem Baumstamm hocken und sich am Vogelgezwitscher erfreuen. Auf einer Wiese im Blumenmeer versinken und den Duft des Grases einatmen. Die Wolken beobachten und deren Gebilde bestaunen. Die Gedanken freilassen und in den Tag hineinträumen. Die letzten Sonnenstrahlen erhaschen und die Farbenspiele am Himmel erleben. Von den Sternen verzaubern lassen und den Mond bewundern.
ist das nicht alles Glück? Und immer wieder vergessen wir, wie wenig wir zum Glücklichsein brauchen und wie viel Schönes uns von der Natur geschenkt wird. Ein wunderschönes Gedicht für romantische Seelen wie mich. Und Barbara Schlet aus Bad Oldesloe hat uns ein auch gestaltetes Gedicht geschrieben. Auch das zeige ich Ihnen. Es sieht aus, als wäre es mit einer Schreibmaschine geschrieben, aber ich glaube, es ist eine Schreibmaschinentypo im Computer gewählt. Geschichten wachsen aus Papier, purzeln ins Leben und wurzeln. Wort bei Wort greifen sie nach uns. Meerestief in Lieb und Sehnen, durchs Winters Not und Kältetod, taut blütenrein das frostig Herz. Patricia Colchado hat uns geschrieben aus München. Alice im Traum. Es war Herbst, als ich dich zwischen den Seiten eines Märchens fand. Deine Herzschläge brodelten, als wären sie rote, gelbe Vögel. Für wen sind das Kaninchen? Und der Hutmacher in deinem Torso versteckt. Nackt, dünn, jeden Tag. Du lerntest mit den Buchen zu sprechen, die Bäume und Nachtigallen zu streicheln, dich stumm in einem Stern zu winden. Deine Kindheit hat mich verlassen, durchquerend Uhren und Schlösser mit Geistern aus Leere und Schnee. Ich reise durch die Landschaften, von Unschuld entwaldet, allein, manchmal ohne mich, ersehnend, einen letzten Sprung zu machen und mich in eine Cheshire-Katze zu verwandeln. Für alle, die nicht wissen, was eine Cheshire-Katze ist: Das Kätzchen ist hier unten abgebildet. Es ist eine Grinsekatze, könnte man auch sagen. Auch das nächste Gedicht hat den Herbst zum Thema. Und es ist ein wunderschönes Foto mitgegeben. Und auch das möchte ich Ihnen zeigen. Auch in einem wunderschönen Umschlag hier angekommen, der uns ein Herzchen für den Poesiebriefkasten schenkt. Vielen Dank für das Herzchen. Herbst. Bunte Blätter. Regenwetter.
Der Sommer geht, vom Laub verweht. Blumen und Bäume, goldene Träume, Erntezeit. Drachen fliegen weit. Warmer Tee, Kekse und Kaffee. Zu Hause im Warmen, in liebenden Armen. Bücher lesen. Von Freunden Wesen im Nebelwald. Düster und kalt. Erhellt vom Kerzenschein. Daheim zu zwein in Kuschelsocken. Auf dem Sofa hocken. Der Herbst ist da. Wie schön, hurra! Und Anton Weigand aus München hat ein Nachtgedicht geschrieben. Den Flammentanz. Herbstlich bunt sind schon die Wälder, abgeerntet alle Felder. Verflogen ist der Doldenduft, ein Hauch von Schnee liegt in der Luft. Vom Meere her ein Nachen schwimmt, ans Ufer, wo die Glut rot glimmt. Unter des Mondes fahlem Schein, die Dern bringt einen Krug mit Wein. Im Hasi trägt den Blätterkranz, die Fischer rufen sie zum Tanz. Hoch fliegt des kurzen Kleides Saum, während ein Käuzchen ungt im Baum. Vor dem alten Steingemäuer lodert nun ein helles Feuer, wiegen sich nach alter Weise die Fischer singend im Kreise. Nahm das Mädchen bei der Hand, denn Liebe ich für sie empfand, und als der Mond im Tau verglomm, da flüstert sie ganz leise, komm. Komm mit mir, ich will dich führen, in ein Haus mit sieben Türen, in ein Gemach mit Sternenlicht, wo sich des Glanz des Silbers bricht. Ich wähnte mich im Paradies, als sie ihr Kleidchen fallen ließ, ihr Leib so bleich wie Meeresschaum, die Eule ungt im Lorbeerbaum. Noch eh das Jahr vorüber war, da wurde weiß mein dunkles Haar, denn anfangs schien es hehres Glück, doch bald das Pendel schwang zurück. So mancher nennt es Paradies, für andere ist es ein Verlies, und ich ging fort aus diesem Haus in eine Regennacht hinaus. Alles Paletti. Fallzahlen steigend als Kollateralschaden beim heiligen Akt, Entlastung des Verstands, Frage der Zeit. Ein Gedicht von Günther Mitschke aus München. Und nun kommt das Siegergedicht, Siegerinnengedicht. Es ist ausgewählt von unserer Jury für das Gedicht des Monats. Und es ist das Gedicht des Monats November. Sind Sie schon gespannt, wer das Siegergedicht hat? Das gewonnen
mit ihrem Gedicht hat Frau Ingrid Baumann aus Ebersberg. Herzlichen Glückwunsch. Super. Aber, liebe Frau Baumann, Sie stellen auch mich vor eine große Herausforderung. Denn das Gedicht ist in Borisch verfasst. Und das haben Sie ja auch oben drüber geschrieben. Vielleicht bist du ja ein Bayer und kannst mein Gedicht lesen. Dat mi gfein. Sie merken schon, ich tue mich schwer. Ich bin kein Bayer. Aber probieren wir es halt. Herbst aus Sicht eines Berufspendlers. Blätter fallen, auch auf die Straße. Dann rennt's drauf los. Alles nass. Und glitschig wird's. Das heißt dann, fui früher noch zum Bahnhof fahren. Dann stehst am Bahnsteig und frierst vor dich hin. Bis mit Verspätung der Zug endlich kimmt. Durchzehren tut's von hinten nach vorn. So eine Herbst ist warm. Herbst aus Sicht seiner Kinder. Es sorgt da Toni zur kleinen Schwester Froni. Schau so viel Blätter vorhin vom Baum. Da gehen wir jetzt außer und rechnen zusammen. Ein Laubhafen mach ma. Und zwar so, dass man sie drin verstecken kann. Ui, da vorne ist ein Lacker am richtigen Batz. Und wenn man da durchläuft, macht es sicher viel Spaß. Im Keller drunten hob ich unseren Drachen gefunden. Den lass ma jetzt steigen. Der Wind blosten von vorn. So ein Freit. Herbst ist warm. Ja, das war das Siegerinnengedicht. Vielen Dank dafür. Und bitte sehen's mir mein schlechtes Borisch nach. Ich bin halt der Reichschmeckter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und vielleicht konnten wir Sie anstecken mit unserer Freude an der Lyrik, am selbstgemachten Gedicht. Und vielleicht schicken Sie uns auch ein Gedicht ein zum Poesiebriefkasten. Vielen Dank. Vierti, bis zum nächsten Mal.